Mein Gemüsegarten der Größe 2 Meter mal 5 Meter ist in Quadrate der Größe 0,5 Meter mal 0,5 Meter eingeteilt. In der Mitte jeden Quadrats befindet sich eine Tomatenpflanze, die ohne Dünger durchschnittlich 20 Tomaten tragen würde. Frage: Wie viele Tomaten werde ich durchschnittlich in meinem Gemüsegarten ernten, wenn ich einen Dünger verwende, der die Ernte um 25% erhöht? Wir haben also den Gemüsegarten von 2 Meter auf 5 Meter und der wird in Quadrate unterteilt mit Seitenlängen 0,5 Meter. Auf eine Länge haben wir also 10 solcher Quadrätchen und auf einer Breite 4. Die Anzahl Tomaten N, die wir suchen, wird also berechnet durch 20 Tomaten pro Quadrätchen mal 10 mal 4 plus 25 Prozent von diesen 800. So stoßen wir auf die Rechnung 1,25 mal 800. Das ist dasselbe wie 125 mal 8, das heißt 1000. Und somit ist Antwort C die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.